Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Icarus. Nächstes Schiffgebiet, wir sind wieder da. Heute ist wieder ein kleiner Patch kommen, man kann jetzt respecken. Das ist das Woche 13 Update. Nur kurz, zeig's euch nur schnell, ihr geht's in die Werkstatt. Da könnt ihr Exotic sellen zu der normalen Währung, zu der Ren. Ihr braucht die nämlich dann. Nämlich im Talent Tree. Gibt's hier Respec Points. 30 gewährt der Entwickler jetzt mal am Anfang zwecks Einführung des Features. Einfach Rechtsklick auf ein Ding, Respec One Point. Also mit einem Point tust du rausnehmen. Und ihr könnt auch Respec Points kaufen, indem ihr für 150 reinkriegt einen Punkt. So, der Entwickler hat jetzt gemeint, bei den Missionen über Exotics gibt's die Möglichkeit in einer Mission 3 solche Vorkommen abzubauen, also ich glaube die was im Boden sind, meinen die aber mit dem Bohrer, die lange Mission. Da kommen dann, weiß nicht wie viele Exotics raus, die umgerechnet über den Kurs hier, ein Exotics, 5 Ren, kommen dann bis zu 1000 raus oder so, oder 5-6000 eher Exotics und 5-6000 Ren. Habe ich nicht überprüft, steht in den Patch Notes. Aber da ich ja prinzipiell noch immer Punkte über habe, obwohl, ich weiß nicht wohin, da bin ich, habe jetzt da ein bisschen reingeskillt, den Bogen noch. Der hat mich dann schon ein bisschen gereizt, da runter zu kommen, hier. Das wollte ich, glaube ich, haben. Chance, zwei Pfeile abzufeuern, ist cool. Doppelt Damage kann man brauchen. Ja, den Rest skill ich, wenn ich brauche. Oder Respec, wenn ich brauche. Gut. Ab ins Schiffgebiet, ich habe mal ausgesucht nach El Camino, wenn wir das nächste machen, 7 Säulen, dann haben wir das meiste von dieser rundum, die Zentren von diesem komischen Cluster da, eigentlich alle einmal gespielt, dann geht es an die kleinen Missionen hier und dann kommen die schwereren, längeren. Aber jetzt gehen wir mal in die letzte hier, 7 Säulen, Wüstenterror-Daten ist wieder ein Scanning. They want terrain data, if you can get scans of the area. It ain't Disneyland down there, but I figure you know what you're doing by now. Wüstenbiom, das ist cool. Das gefällt mir, weil da können wir wieder alles Mögliche mitnehmen. Das haben sie auch erhöht hier nebenbei, dafür kann man da nichts mehr stacken, oder da. Den Rucksack nehmen wir auch mit. Mastdämpfer nehmen wir auch mit. Und das werden wir da rausnehmen. Nehmen wieder die bessere Rüstung. Mit mehr. Oh. Physisch. Wäre eigentlich wurscht. Hier hat ein Modulslot für das Teil da. Okay. Theoretisch auch. Nehmen wir das Bessere wieder mit. Für was haben wir es? So, starten wir. Los geht's. Also ich bin schon wieder voll heiß auf die nächste Mission. Ich freue mich da immer voll. Weil ich sehe immer wieder so von vorne, bam, bam, craften, Ding, Ding. Ja, ist ein bisschen zart manchmal, aber ich mache es gern. Von daher, voll Gas. So, da es Samstag ist, der 4. März. Weckt mich meine Kleine morgen zwar auf, aber nicht ganz so früh wegen der Arbeit, das heißt, kann man Bier aufmachen. Yay! Bierle! Sehr schön. So, beschaffe das Radar aus der Versorgungskapsel, reise auf der Karte zum markierten Ort. Okay, das ist hier gleich dann nicht, das ist okay. Freigeschalten ist. Steppert, das geht da urweit. Leck mich am Arsch, ist das eine Laufmission? Ich hab grad Panik. Hey, ich bin hier. So, wo muss ich jetzt hin? Scanort 1. Jetzt sagen wir, so bewegt sich die Map jetzt nicht. Was? Wieso ruckt denn die Map jetzt so?
Drei Frames? Viel mehr Frames. Aus irgendeinem Grund habe ich auf der Map ein Frame. Ich glaube, ich schaue halt nicht allzu oft auf die Map. Gut. Was machen wir? Ja, wir stellen uns mal unsere Rüstung her, die leichte natürlich, weil wir haben hier jetzt nicht so unbedingt tonnenweise. Oder wegen der Hitze wäre es gewesen. Da. 60. Ja, wir holen uns einen Bogen. Wir werden aber gleich hier ein Ding machen. Gehen wir einen kleinen Spawnpoint machen. Aber nicht zwecks Spawn, sondern zwecks Werkbank aufbauen. Den besseren Bogen machen. Werkbank einpacken. Loslaufen. Das will ich einfach nur deswegen haben, weil ich die Werkbank einfach besser finde. Wobei wir holen uns zuerst noch ein paar Tierchen. Holz nehmen wir natürlich mit, haben wir schon 250, das reicht. So. So, jetzt schauen wir mal. Wir stellen Fiber. Da oben ist ein Sauerstoffvorkommen, das ist auch optimal. Ich glaube, ich habe letztens geschaut, 500 ungefähr von diesem Zeug hier brauche ich, dass ich dann im Endeffekt wirklich da meine ganze Rüstung hinkriege. Werden wir aber rausfinden gleich wieder. Ich glaube 400 oder 500. Letztens hatte ich 600, ist mir irrsinnig viel überblieben. Wenn ich die Gams erwischen würde, die kriege ich nicht. Na. Brauche ich zuerst einen Bogen? So. Bauen wir das ab. So, aber jetzt. Kopf. Brust. Wie gesagt, die Lederrüstung brauche ich jetzt eh nicht wirklich. Sieht man das nicht aus. Das vorletzte fehlt mir noch. Die Lederrüstung brauche ich jetzt eh nicht wirklich. Also keine davon. Weil da wird man heiß. Oh, ein hübscher Stein, da hat's was. Ich glaube, haben sie irgendwas zusammengehauen in dem Update? Mehr Grundausdauer habe ich übrigens auch geskillt. Mal darüber. Hier, wenn wir schon dabei sind. Kann ich denn da? Reichen 15, glaube ich. Nicht allzu viel raushauen jetzt gleich. Da rein. Erwischt. Läuft! Anfang läuft! Läuft, läuft, läuft. Ich glaube noch nach wie vor, dass das eine massive Laufmission wird. Wenn wir dann wieder mal so eine Mission spielen, wo wir ein bisschen Ding machen müssen, na, wie heißt es, anbauen, Resources, wieder mal mit die Cropplots rumspielen kann. Dass es nicht so lange dauert hätte, wäre damals die Mission ja gar nicht so unlustig gewesen, aber sie hat halt ewig und 3 Tage gedauert. So. Auch noch hier.
das her? Böden. 4 drüber. Schauen wir mal, ob sich das alles ausgeht. Sind da noch Tierchen? Zebra? Ein Gnu? Wie man das Viech heißt. Wie heißt du? Antilope. So. Ich würde mal interessieren, ob man irgendwo so in der Umgebung hier auch mal einfach diese Sandwürmer antrifft oder ob die wirklich nur in der einen Mission drin war. Hoppala. Daneben. Probiere ich gar nicht. Aber ich mag die, wie gesagt, keine Bären. Ich fühle mich da also sehr wohl. Einmal hier das noch mitnehmen. So, kann man die schon herstellen? Wie viel kriege ich hin? 20! Fehlt es wieder an die Knochen dann? Wir sind schon gleich so weit, wo ich hin will. So. So, sollte passen. Was haben wir hier? Steinchen dazu. Das Braten ist immer ewig dauern, das. Ah, ich hab das Teil mit, das muss ich auch noch wohin lenken. Auch praktisch. Getcha, läuft. So, jetzt brauche ich dann Wasser, woher? Wo bin ich denn da? Optimal. Craften wir hier noch ein, zwei Zeile. Die hier. Gehen Nummer 4. Da muss Sticks fehlen. Passt. Ja, schaut gut aus. Wenn wir schon losmarschieren. Das werden wir schon wieder reinpacken. So, komm, stell noch ein, zwei her und dann gemacht. Das reicht. Ok.
Komm. So. Ja. Fühl mich wohl. Mach hier mal. Noch ein paar Knöcheln. Und nehme ich mal jetzt immer ein paar mit. Zwecks. Wieder neue Pfeile herstellen. So, das würde mich aber interessieren kurz. Gibt es eigentlich irgendwo da in der Steuerung Taste fürs Waffe wegstecken? H für Hände. Falls ich mal wirklich wo schnell sein muss. Damit meine ich super schnell. Okay. Das ist die Frage, ob ich irgendwie, ob ich da kurz in die Höhle reingehe. Normalerweise haben die Höhlen ja Wasser drin irgendwo. Es sind nur, dass ich mein Wasservorrat auffüllen kann. Wie ist meine Fuck, Alter. Light Slot. Natürlich, da haben wir sie. Komm, grab dich aus, da ist sicher noch was. War schon voll? Sehr schön, gehen wir wieder. Auch ein guter Spot für Essen immer. Ah, für Trinken. Ja, ich werde schon noch genug Gegner finden, die ich eliminieren muss. Laufen wir mal zum Scanpoint. Der war, komm, der war mitten im Weg. Gibt's aber auch ein paar neue Skillpunkte wieder. Wobei ich sagen muss, es gibt schon doch Skillpunkte, wo ich mir denke, irgendwie die sind unnötig, aber es gibt auch gibt was, was mit mehr Gewicht jetzt zu tun hat. Mal ein bisschen Regen. Essen. Müsste ich jetzt geschwind mal schauen. Weil, da unten fehlt ein bisschen was. Aber gut, der füllt ja nicht immer gleich nach. Aber ich glaube, ich habe das eine, was ich noch braten habe. Da gelegt. Ja, habe ich. Apropos, Schlafsack. Würde ich mal gerne da unten hinlegen. Ich meine, ich weiß nicht, ist das jetzt so eine eher gemütlich chillig Mission? Sind ja nicht mal feindselige Tiere. Wohlgemerkt noch nicht.
Und dann muss ich zur Scan-Mission wenigstens raufbauen. Aber ich darf mich da jetzt eh nicht viel irgendwie drüber philosophieren. Wenn man Icarus eines gelehrt hat, dass vermeintlich leichte Sachen manchmal dann urscheiße werden wieder. Voilà, Zeitgrenz. Aber dass man das wirklich die Grundwerkzeuge mithaben kann, ist schon cool. Das war immer so zart, wenn man nichts am Anfang hat. Jetzt haben wir immer eine Picke mit, eine Axt mit, Messer mit. Haben wir da? Einmal. Einmal. Irgendwann stelle ich mal die Keime aus. Einmal. Ja, aber darum, ich will auch nicht diese Steinpfeile jetzt wegschmeißen. Ich würde am liebsten, dass die jetzt die spawnen, weil kaputt. Obwohl wir halt in der Zeit noch ein paar Knochen. Gewicht habe ich ja bei weitem noch Platz. Da kann ich ja noch was mitnehmen. Nicht? Aber ich glaube, ich brauche ja nicht mehr als das, was ich jetzt hier schon habe. Hauptsache, ich kann schlafen gehen. Werde aber diesmal mich auch nicht verstecken, wenn da jetzt irgendwie. Ich meine, könnte sein, dass ich das dann bereue, aber. Ich werde mich am Scanort jetzt auch nicht verstecken. Meistens kommen eh nur so kleine Tiere daher. Wie gesagt, Wölfe, Bären gibt es hier nicht wirklich. Von daher, wurscht. Es ist ja wirklich so cool, da ist ja nichts. Ja, schön, schöne Umgebung mal so zum Durchschauen. Mal schauen, was dann auf mich zukommt. Wäre jetzt auch was mit Wasser gewesen, sehr gut. Das wäre geil für ein riesiges Gebäude da im Outpost-Modus. Ich das hier genau markiert. Ja, habe ich. Höhle. Da rauf wieder, oder? Komm, lass mich rauf. Ist da rauf? Na, komm ich nicht. Irgendwie sind die Teile ja immer wieder gut für was. Das muss ja da jetzt irgendwo sein. Ah, hier. That's it. Systems online. Kommt doch jetzt sicher was, oder? Those things ain't friendly. Wer ist nicht friendly? Ah, da hinten.
unit back. There you go. Stations online. But there's more to do. Check your map for the next zone. War jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll. Könnte es wirklich sein, dass es mal eine gemütliche Mission ist? Ja, verschrien. Ich meine, nicht direkt verschrien, aber wurde mir gleich wieder gezeigt, dass es auch anders geht. Da runter. Und na, ich kann nur immer auf keiner Wildsau reiten. Scheißteil. Feature Request mal einreichen bei denen. Aber will was zum Reiten haben. Ey, ich sehe da vorne eine Bergerhöhung. Sehe mich schon darauf klettern. Da ist ein Wildsau, aber reiten kann er nicht drauf. Das sollte es mal reichen. Stören, kann er wegwerfen. Ah, lass mich in Ruhe. Jetzt gehst du sterben, mein Freund. Ja. Wenn man es ohne Interface rum. Scheiß mal drauf. Das gibt's ja nicht. Sollte das wirklich eine Mission sein, die mal wirklich leicht ist? Und ich 7 Tage Zeit, na, da stimmt doch was nicht. Traurig genug damit, wenn mal was leicht ist, mein Icarus so zweifeln muss eigentlich. Jetzt weiß ich, was ich am nächsten Scanpoint mache. Ich stelle das Lagerfeuer auf und hau Fleisch ran. Oh! Hey. Siehst du, der da hinten sitzt noch. Haha, das ist ja geil. Ja, yeah, tschüss. Da geht es jetzt wahrscheinlich, wie kommt man darauf, ne? Na, ist kurz davor sogar. Auch das? Ja. Also jetzt bin ich wirklich schon fast gewillt, dass ich sage, vielleicht ist das wirklich einfach. Bock nicht. I know. We guess. Like the unit's ready. So. Jetzt kommt mir wieder, wenn du dich fragst, ob die freundlich sind. Nö, sie sind's nicht. Ups, Pfand.
Okay. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber die sind bei weitem nicht so gefährlich wie ein. Überhaupt nicht so gefährlich wie ein Bär. Bären sind ja sowieso. Und Eisbären sind ultra mega schwer. Darf ich denn? Ja, das war's uns worden. Das war Ort 3. Das heißt aber für mich, dass im nächsten werden wahrscheinlich dann Hyänen kommen, vermute ich jetzt mal. Wenn ich nach hinten rechts vorbei, okay. Steiniges Gelände ist auch hart, irgendwie. Da kann in jeder Ecke ein Gegner stehen. Darauf? Noch nicht. Was da hinten? Gefährliches. Ja, ich weiß gar nicht, was ich reden soll eigentlich gerade. Das läuft gerade. Das läuft einfach gerade. Das wäre jetzt dann mit Abstand die schnellste Mission, die ich jemals gemacht habe. Da hätte ich mal am Anfang das mit den Pfeilen und mit allem auch sparen können. Aber wie gesagt, glauben tue ich es dann, wenn es so weit ist. In die Mitten rein. Auch cool, dann müssen die Tiere alle zu mir schwimmen. Müssen echt Unterwasserbasen dann einführen mal. Group PvP-Kampf, alles Mögliche brauchen wir. Blöder Fisch. Okay, ich muss darauf. War nicht. Da muss ich rauf. Oder da kommen jetzt keine Gegner und es ist einfach nur. Schießen. Ja gut, dann. Ja, warum nicht? Ich hab da gerade so ein Gefühl, wenn ich den brauchen würde.
wie sollen die da raufkommen? Irgendwie wirkt die Mission nicht durchdacht. Ich weiß nicht, irgendwie wirkt es nicht durchdacht. Okay, ich wissen. Alright. Scan's done. Date is cooked. Very good. I'd say we're finished here. Also, Leute, ich muss euch sagen, das war die mit Abstand leichteste Mission, die ich jemals in Icarus überhaupt irgendwie gespielt habe. Also das habe ich noch nicht erlebt. Dass das so easy going von sich rennt. Machen wir da ein bisschen Fleisch rein, das brauche ich hier alles nicht mehr. Ist schon wurscht. Also ohne Scheiß. Ich habe nichts beschädigt, ich habe nichts wirklich gebraucht. Das wäre eine reine Durchlaufmission, wenn man Schnellpunkte braucht. Alles auf Bewegungsspeed. Was ja hier sowieso in dem Spiel absolut wichtig ist. Ich glaube auch, dass ich hier noch meine Punkte reinhauen werde. Rein damit, was soll's. Kann man eh respecten jetzt. So, dann werden wir jetzt nur geschwind das da weggeben. Den Repair haben wir da. Ich warte nur den roten Bereich ab. Zum Heimweg. Da gehe ich das nächste Mal ohne irgendwas her. Bauen wir was zusammen und spawnen zurück. Leute, wirklich, der Part dauert 38 Minuten. Ich habe am Anfang ein bisschen trödelt. Ohne Scheiß, ich bin baff. Ich bin wirklich baff. Das ist ja wirklich, abgesehen von den reinen Erkundungsmissionen, die kein Ziel haben mit den 30 Tage, also mit Abstand das leichteste gewesen, was wir hier überhaupt jemals gemacht haben. Ich meine, ich kann mich an die ersten zwei Missionen nicht mehr erinnern oder so, aber das ist ja absolut Wahnsinn. Was haben wir denn? Drei? Ja, mehr brauchen wir eh nicht mehr. Eh schon wurscht. Geht ja um nichts mehr. Geht ja um nichts mehr. Hauptsache, ich nehme das mit, ne? Ja, ist eh bald vorbei. Kommen wir jetzt noch auf die Fanz irgendwo? Das schreit nach Fanz. Ah, wurscht. Also ehrlich, ich brauche nichts für die Mission. Es wird sich noch weniger Ausdauer verbraucht beim Sprinten skillen, dann kann ich noch länger sprinten. Müssen aus dem Spiel unbedingt noch mehr machen. Die Umgebungen sind so abwechslungsreich und so lebendig designt. Ich finde die wirklich schön. Grafisch kann das Spiel, die Engine von dem Spiel kann wirklich einiges. Also die bringt da eigentlich gute Frameraten, bei mir durchgehend 60 jetzt.
auf eigentlich ziemlich meistens auf High, nicht extrem oder so, aber High hin. Und muss ich wirklich sagen, das ist schon cool. Da kann man sicher einiges machen draus. Spielmodi, so 2 5er Teams, 8er Teams, landen auf dem Planeten, kämpfen gegeneinander um eine Ressource in der Mitte, so, das wäre schon geil. Da müssen sie halt die Geldraten beim Farming erhöhen, dass das nicht über 3 Tage geht, weil da haben die, die was durchgehend spielen können, so arbeitslos, Kinder in Ferien etc., immer Vorteile. Das muss in einer Stunde machbar sein, wenn die Gegner Widerstand leisten und man wirklich kompliziert viele Kämpfe hat, so 2-3 Stunden. Das heißt, da müsste es halt einfach nur, damit sich das ganze Spiel umdrehen müssen, die Geldraten erhöhen und die Ressourcen ein bisschen runtertragen. So einfach mal minus 50% bei allem, was man braucht und dann anpassen, je nachdem, was zu wenig ist. Das wäre schon cool. Das wäre schon wirklich cool. Und das sind verschiedene Biome und Ziele. Da geht schon einiges. Dann hätte ich gerne eine Lobby, wo ich meinen Charakter rumrennen kann. Allerdings Cycle. Wo ich andere Spieler auch rumrennen sehe. Mit denen chatten und interagieren kann. Auf der Raumstation zum Beispiel. Also ihr seht, Ideen hätte ich ja. Ist ja so wie überall im Leben, der bei mir meistens interessiert und kann. Und selber bin ich zu blöd dafür. Aber nicht mal Waffe anlegen. Jetzt gerade. Man sieht, kommt sicher noch ein, zwei Gegner, aber. Gar nichts. Es ist wurscht. Es ist gerade einfach. Egal. Ich bin eigentlich schon wieder fast zu Hause und das war's. Das geht weit unter einer Stunde und ich habe trödelt, bitte. Also bei der Mission war, glaube ich, der normale Lead-Designer von der Mission auf Urlaub. Der Praktikant oder Lehrling gemacht. Du warst zum Bier holen. Wenn da irgendwo Exotics werden, wird das das perfekte Ding eigentlich, da um Exotics einzusammeln. Ja, geh weg. Warte, man hat eine Ruhe, wenig gefährliche Gegner da, ich bieg falsch ab. Steine, Matz liegen auch viel rum. Höhle habe ich auch schon gefunden. Optimöse, oder? Ey Leute, ich bin immer noch baff. Schau, eine Bergziege. Jetzt nicht mehr. Ich weiß, ich könnte zurücklaufen, aber. So kurz reinschauen. Einfach nur, weil das gerade so geil rennt, wenn das ein Exotic auch noch rumliegt. Exotic. Na, gehen wir nach Hause. Kann ich hüpfen? Bin zu dumm. Nee, zu müde. Ich kann das auch immer nicht glauben. Da steht Mission abgeschlossen. Sind bei 45 Minuten Videotime. Können wir mal ein bisschen panoramamäßig rumlaufen. Ist schon wurscht.
Oh, ich sehe auch meine Map nicht. Das ist blöd. Ja, mir fällt nichts ein. Mir fällt dazu nichts mehr ein. Wir sind fertig. Das war's. 7 Säulen. Warum auch immer die Mission so heißt. Ist erledigt. Wir haben's geschafft. Ich würde jetzt ja urstolz rumschreien, aber ich bin gerade nicht stolz auf mich, weil irgendwie war das jetzt nicht schwer. Aber cool, wir haben die erste Mission gefunden, wo ich sage, die können wir mal schnell machen, wenn man die Währung braucht, diese Ren Points oder wie die heißen. Da gibt es auch 2,50 dafür. Ja, nehmen wir natürlich, wir haben einen Charakter. Ja. Ja, kann ich das so sagen, ja. War cool. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Mission merke ich mal. Bis dann. Aber like, comment, nicht vergessen und ciao.